Mein Leben mit der zahmen Elster ist wirklich eines der verrücktesten Leben, die man so haben kann in so einem Dorf. Ich labere heute ein bisschen über mein verrücktes Leben mit einer Elster und so generell. Warum habe ich eigentlich eine zahme Elster? Also, als ich vor 2 Jahren draußen war, war ich spazieren und dann habe ich gesehen, wie eine Krähe ein Elsternest angegriffen hat und die hat das Küken mit rausgenommen. Die Mali ist von der Krähe aus dem Nest geholt worden. Und dann bin ich dahin gerannt, wo die Krähe hingegangen ist. Und die Krähe hat das Küken liegen lassen. Ich war da am Anfang auch erstmal komplett überfordert. Ich habe davor auch schon manchmal Vögel aufgezogen. Ich wusste jetzt noch nichts über Elstern. Und dann habe ich sie mit nach Hause genommen und mich erstmal im Internet über alles informiert. Ich wusste gefühlt alles über Elstern aufziehen. Und dann habe ich sie wirklich aufgezogen und musste sie alle Viertelstunde füttern. Ich kann auch noch mal ein Video drüber machen, über wie ich sie aufgezogen habe und so. Es lief sogar schon so weit, dass ich sie mal heimlich mit in die Schule genommen habe, weil sie sonst gestorben wäre. Die wäre sonst verhungert. Auf jeden Fall ist sie dann bei uns wie so ein Familienmitglied groß geworden. Die hat bei uns in der Dusche mitgeduscht. Die hat bei uns beim Essen mitgepickt. Sie ist nicht stubenrein. Das ist natürlich ein Problem. Ich muss so oft putzen. Ich laufe jeden Tag eine Stunde mindestens durch die Wohnung und putze ihren Dreck weg. Sie lebt draußen in der Natur, aber sie besucht uns auch oft oder pennt bei uns zum Beispiel im Haus. Ich bin so wirklich im Dorf so ein bisschen bekannt dafür, dass ich Vögel mag. Ich liebe Vögel und Natur. Ich habe mit 13 Mal so 30 Lüftkästen in der Umgebung von unserem Dorf aufgehängt. Und jetzt kümmere ich mich jedes Jahr so ein bisschen um die und ich nehme euch da ja auch mit. Ich habe ja schon so YouTube-Shorts drüber gemacht, die mich kennen. Ich kann auch noch mal ein Video drüber machen, in dem ich erkläre, wie man das so richtig aufhängt und so. Also man hängt einfach diesen Kasten auf und dann hat man schon eine ganze Vogelfamilie gerettet. Ich habe hier eine Blaubeere. Mali, guck mal. Ich habe so verrückte Erlebnisse mit ihr gemacht schon. Zum Beispiel gestern. Ich habe mich gewundert, warum die Elster nicht kommt, weil es war schon dunkel und die kommt immer, bevor es dunkel ist, nach Hause, weil sie bei uns schläft. Ich war beim Kindergarten, der bei uns steht und da war so eine Art Verkauf für Bratwürste und so. Und dann war die da und hat sich komplett an den Bratwürsten bedient. Die hatte Luxus pur. Ich sag's euch, die hat ihr Leben da so gefeiert. Ich musste sie dann natürlich auch abholen, weil die ist da komplett am Durchdrehen gewesen, Junge. Die hatte Vollrausch, Bratwürste, Kinder, Semmeln, das war zu viel für die, das war einfach zu geil. Und ich musste sie dann holen, weil die Leute haben sich ein bisschen beschwert, weil ich meine, es ist ja auch nicht normal, dass da so ein kompletter crazy Vogel rumfliegt, der bei allen die Semmel anpickt. Und ja, dann war sie wieder bei uns zu Hause, als ich sie gerufen habe und alles war gut. Jetzt gibt's noch ein bisschen was über mich. Also ich bin Elisa, ich bin 17 Jahre alt und mein größter Traum ist es einfach, eine Weltreise zu machen. Und damit meine ich nicht irgendwas Luxuriöses in irgendwelchen Hotels. Nee, ich will in irgendwelchen kleinen Zelten in der Natur pennen, weil ich finde, da hat man die meisten Erlebnisse. Und ich weiß nicht, ich will einfach mein Leben leben. Und ich liebe es auch so, ich weiß nicht, so Hautpflegetipps oder Haartipps zu geben. Ich habe auch mal schon mal einen Short über Haartipps gemacht. Ich bin kein Profi, aber ein bisschen Tipps kann ich geben. Ich mache auch so ein bisschen Umweltschutz. Ich liebe es einfach zu machen, weil es macht mich einfach glücklich, wenn ich sehe, ich konnte die Tiere da draußen glücklich machen, ohne dass ich wirklich viel machen musste. Das nächste Mal erzähle ich euch, wie ich die Mali großgezogen habe, weil das war eine ganz schön krasse Zeit für mich mit 13. Und dafür müsst ihr natürlich meinen Kanal abonnieren, damit ihr das Video nicht verpasst. Ich hoffe, euch hat der kleine Einblick in mein crazy Leben mit der Elster gefallen. Wir sehen uns. Ciao, Leute.